Dr. Dietmar Takt. Videokolumne Nummer 27, Februar 2023. Aus Giuseppe Verdis La Traviata, aus dem Schlussakt, aus Violettas Arie Addio del Passato, die Takte 12 folgende. Verdi instrumentiert ja vergleichsweise konventionell. Oftmals setzt er die Holzbläser einfach ein, gerade in der Oberstimme des Holzbläsersatzes, um die Singstimmen zu verdoppeln, um sie zu verstärken, einzufärben und ihnen natürlich dadurch einen bestimmten Charakter zu geben. In dieser großen Arie hier, in der Schlussszene von Violetta, macht er das aber auf eine ganz besondere Art und Weise. Die Arie, gesungen von Violetta kurz vor ihrem Sterben, wo sie sich noch einmal ihrer Liebe zu Alfredo erinnert, beginnt mit einem großen Oboen-Solo, dann ist es sehr, sehr sparsam begleitet. Und erst im dritten Vers, Violetta singt dann L'amore d'Alfredo, pur esso mi manca, also die Liebe für Alfredo fehlt mir immer noch. Dort setzen drei Holzbläser ein, die Solo-Oboe erneut, die erste Flöte und die erste Klarinette. Und sie begleiten Violetta in dieser großen, aufblühenden Melodielinie. Was jetzt das Besondere an dieser Stelle ist, ist, dass die Oboe, die Melodielinie, also die Gesangslinie von der Sopranistin mitsingt, aber in diesem C-Dur-Satz spielen die Flöte eine Terze drüber und die Klarinette eine Sechste, also dieselbe oktavversetzte Stimme wie die Flöte, unter der Oboe, und eigentlich hört man es gar nicht so richtig. Es ist eher ein Einfärben des Klanges, was damit zu tun hat, dass die Oboe in dieser Lage einen sehr markanten, sehr kräftigen, vollen Ton hat und die beiden anderen Instrumente, speziell die Flöte, in dieser Lage eher weich und etwas schwächer sind und dann eben in den Klangschatten hineintreten. Das hört man, wenn man einmal einen kleinen Trick probiert, indem man mal Oboen- und Flötenstimme vertauscht. Genau, also jetzt hört man sofort, dass da oben dieses G, was eigentlich die Oberterz ist, viel dominanter ist in der Oboenstimme. Und wenn man jetzt aber schaut, was macht man, wenn man der Flöte wieder etwas mehr Gewicht verleihen möchte, man legt sie eine Oktave höher. Das ist die kraftvolle Butterlage der großen Flöte, dort etwas oberhalb des großen dreigestrichenen Cs. Nicht des großen, Entschuldigung. Und das klingt dann so. Aber man merkt natürlich sofort, das ist nicht mehr dieser Sehnsuchtston. Hier, Violetta erinnert sich an ihren Geliebten. Sofort kriegt es einen ganz anderen Charakter. Es wird viel kraftvoller, viel strahlender. Und wenn man nur noch ein bisschen an der Instrumentation verändert, dann verändert sich der Charakter nochmals ganz anders. Wenn man nämlich die Oboe in diese obere, sehr scharf, schrille Lage legt, die Flöte in eine ganz schwache nach unten, um das eingestrichene G herum, und die Klarinette ebenfalls etwas höher spielen lässt, dann klingt es so. Es wird etwas schrill und spitz, und das kann man natürlich ändern, indem man nun einfach alle in der tiefen Lage spielen lässt, dann wird es aber auch eher langweilig, und genau das, was Verdi dort wohl bezwecken wollte, wird damit nicht bezweckt. Aber schön ist es vielleicht trotzdem. Ja. Oder vielleicht auch ein bisschen dumpf. Sollten da noch Fragen sein, schreiben Sie mir Dr. Dietmar Takt unter takt@deutscheoperberlin.de.